Herr Aschenberg-Bückness. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielleicht war das interessant auch auf Sie gemünzt, denn Sie haben ja gerade hier die Sitzung übernommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also was eben gerade gesagt wurde, also das ist ja wirklich unglaublich und auch eben gerade die Kollegin, Sie arbeiten einfach mit Falschbehauptungen. Ich war bei der Anhörung dabei und die von Ihnen genannte Frau Professor Leisner-Egensberger hat eindeutig gesagt, dass es eines Gesetzes bedarf, um die verfassungsrechtliche Klarheit darzustellen, hat sie gesagt, wir können uns ja noch mal die Mitschrift anschauen. Unser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, verfolgt das Ziel, die verfassungsrechtliche Frage der Impfpriorisierung gesetzlich zu regeln. Warum? Weil der von der Koalition geschaffene Rechtszustand, diese Priorisierung über eine Verordnung zu regeln, verfassungswidrig ist. Und ich finde es ein Skandal, wie Sie hier das Verfassungsrecht mit Füßen treten. Und Herr Kraus, Sie sagen, was da die Experten sagen, ist Ihnen völlig egal. Das ist eine Unverschämtheit. Es geht hier um Grundrechtsschutz. Und auch wenn Sie jetzt behaupten, das ginge an der Wirklichkeit der Menschen vorbei, in dem Moment, im Moment sind wir uns alle einig, dass die Risikogruppen zuerst geschützt werden müssen. Aber in dem Moment, wo es losgeht, wer muss danach erst geimpft werden? Der Polizist oder andere oder die Lehrer? Da geht es nämlich los. Und wenn dann einzelne Leute meinen, sie müssten klagen, dann werden sie merken, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Und deswegen betrifft es nämlich auch die Wirklichkeit der Menschen in diesem Lande, meine Damen und Herren. Ich frage mal ganz speziell die CDU hier. Das, was Sie bei der Anhörung geleistet haben, das wäre ja mehr eine Blockadehaltung als alles andere. Sie waren ja nicht in der Lage, auch nur einem Experten eine Frage zur Verfassungsmäßigkeit Ihrer Verordnung zu stellen. Sie haben die ganze Zeit um den heißen Brei herumgeredet, was ja auch klar ist, weil Sie genau wussten, Sie kriegen die falschen Antworten. Genau das macht man, wenn man Angst vor den richtigen Antworten hat. Und das muss ich Ihnen vorwerfen. Es herrscht nämlich Einigkeit, dass die Verordnung des BMG zur Impfpriorisierung verfassungswidrig ist. So, und das Ganze wurde danach noch, und das hat mich sehr aufgeregt, von dem Kollegen Heribert Hirte garniert mit einer Fake-News-Kampagne, wo gesagt wurde, zwei der Sachverständigen, Professor Kingreen und Professor Kiesling, auf Twitter wurden sie als AfDler und Corona-Leugner beschimpft. Meine Damen und Herren, das ist anstandslos und das ist eines Abgeordneten nicht würdig. Ja, er hat sich danach entschuldigt, aber das reicht nicht, meine Damen und Herren. In einer Demokratie, und das sind wir hier, und da sollten Sie sich mal alle besinnen, meine Damen und Herren, ist es Aufgabe des parlamentarischen Gesetzgebers, staatliches Handeln in grundlegenden Bereichen, und zwar, das ist ja gerade ein grundlegender Grundgesetzbereich, durch förmliche Gesetze zu legitimieren und alle wesentlichen Entscheidungen selbst hier zu treffen. Und, meine Damen und Herren, bei der Priorisierung handelt es sich doch zweifelsfrei um eine wesentliche Grundrechtsentscheidung. Es geht hier um Leben und Tod, wer zuerst den Impfstoff erhält. Wenn das keine Grundrechtsentscheidung ist, na, dann frage ich mich, was denn ansonsten? Es ist nicht nur die Aufgabe des Gesetzgebers, es ist die Pflicht des Gesetzgebers, diese wesentlichen Entscheidungen hier im Deutschen Bundestag zu treffen. Und das betrifft die Menschen vor Ort, meine Damen und Herren. Ja, auch wir halten die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Gesundheit für angebracht. Warum? Ja, es wurde schon gesagt, damit schnell gehandelt werden kann, wenn es erforderlich ist. Wir sehen es ja gerade bei AstraZeneca. Aber, und jetzt kommt's, nach unserem Vorschlag ist eine Verordnungsermächtigung nur mit Zustimmung des Bundestages möglich, meine Damen und Herren. Und das ist eben der Unterschied. Wir brauchen klare Verfahren und damit Rechtssicherheit, meine Damen und Herren. Ein Begriff, der Ihnen leider abhanden gekommen ist. Ich appelliere an alle Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hause. Seien Sie selbstbewusste Parlamentarier. Beenden Sie den jetzigen verfassungswidrigen Zustand und stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christine Aschenberg-Bückness. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Pia Zimmermann.